Ja, hallo und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Ich habe eine gute und naja, eine weniger gute Nachricht für uns oder euch. Ja, die gute Nachricht erstmal zuerst. Ich habe das Frisurenproblem lösen können. Auch die Performance sollte jetzt etwas besser sein. Ich habe die Qualität noch ein bisschen hochgestellt sogar. Und das hat mehr gebracht, als wenn ich sie runtergestellt hätte. Nur, okay. Die schlechte Nachricht ist, solltet ihr im Hintergrund mal leichtes Rumpeln oder Bumpeln hören und so weiter und so fort. Ja, bei mir oben drüber wird gebaut. Es war relativ leise. Ich war oben, hab versprochen, oder sie haben versprochen, dass sie, oder haben gesagt, dass sie heute nicht bohren müssen oder ähnliches. Also das sollte kein Problem sein. Die wissen, dass ich aufnehme. Und ja, hoffen wir das Beste. Ja, und ansonsten legen wir jetzt, denke ich, direkt mal los. Ach ja, zweite schlechte Nachricht, ich bin immer noch erkältet. Also falls ihr jetzt doch mal ein leichtes Hüsterchen hören solltet, liegt es daran. Wir sind immer noch dabei hier. Quartiermeisterin Leilana, die beiden könnten wir noch mal sprechen. Hier Haven zu erkunden. Unsere Heimatfeste sozusagen. Und naja, schauen wir uns einfach noch ein bisschen um. Und gucken mal, was wir so finden. So, da hätten wir. Hier hatten wir nichts. Wo war es denn? Oh, ich sehe gerade. Hier, genau, hier oben haben wir auch einen Punkt zu vergeben. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, welche Taste das war. P, glaube ich. Jawohl. Hätten wir hier, da. Nice. Ich guck mal hier, was wir hier so Schönes haben. Barriere, okay, Legende, du hast gelernt, Barrieren mit einer stabilen magischen Struktur zu. Jedes Mal, wenn. Wird die Regenerationszeit um 4 Sekunden verkürzt. Nicht schlecht. Unwahrscheinlich, dass du von Gegnern angegriffen wirst, selbst dann, wenn du ihnen Schaden zufügst. Klingt auch nicht schlecht, Schutzgeist, du bist schwer verwundet. Bist du schwer verwundet? Mein Jahr 100%. Klingt beides sehr gut. Ich nehme mal den hier. Erstmal auf die Defensive gehen. Vielleicht besser. Bevor wir uns auf offensive Taktiken stürzen. Schade, das nicht so. Hier ist Ren. Das müsste die Quartiermeisterin sein. Dann können wir Hallo, mit den benötigten Quartiermeisterin. Zutaten rechnen. Alle Zirkelmagier, die zu uns stoßen wollen, müssen mit Cullen oder Cassandra reden. Abtrünnige auch, glaube ich. Oh, ihr seid das. Thren, Quartiermeisterin der Inquisition. Ich tue mein Bestes, um den Laden hier mit dem Nötigsten zu versorgen. Falls ihr etwas findet, das auf meiner Bedarfsliste steht, wäre ich euch dankbar, wenn ihr es mir bringt. Ja, was steht denn auf eurer Bedarfsliste? Was macht ihr hier? Oder das? Ich sorge dafür, dass die Soldaten der Inquisition volle Mägen und scharfe Schwerter haben. Beides ist wichtig. Viele Leute halten uns für Helden, die den ganzen Tag durchs Land marschieren, um Dämonen zu bekämpfen. Dummerweise müssen auch Helden Latrinen ausheben. Ja, stimmt. AA machen oder kacken muss jeder mal. So. Wie wird man denn Quartiermeisterin der Inquisition? Ich habe in Ferelden unter Turn Loghain McTeer gedient. Das war der beste vorgesetzte Offizier, den die Welt je gesehen hat. Aber Logan. nachdem sich in Denerim alle gegen ihn gewandt hatten, war dort kein Platz mehr für Leute, die dieser Ansicht waren. Also bot Königin Anora der Inquisition meine Dienste an. Das war sehr nett von ihr. Sie wusste, dass ich ihren Vater unterstützt hatte und brachte mich aus der politischen Schusslinie. Ja, wer Taryn Logan nicht kennt, das ist der, der sich zum König erheben wollte und deshalb durch eine hinterhältige Mission in ja, Dragon Age Origins, also im ersten Teil, ja, Logan hat alle verraten, da steht schon. Logan MacTier hat die Grauen Wächter und seinen König verraten. Wart ihr in Ostergar? Ich schon. König Kaelin hat seine Position überschätzt und die Grauen Wächter haben das Signal zu spät gegeben. Wäre er dem ursprünglichen Plan gefolgt, hätte niemand überlebt. Turn Loghain hat sich richtig entschieden. Verzeiht mir. Schwester Liliane hat gesagt, ich soll nicht darüber reden. Das hatte ich ganz vergessen. Okay. Was genau meint ihr mit Bedarfsliste? Ich versorge die Inquisition mit allem, was wir haben. Aber wir sind keine richtige Armee. Unsere Vorräte sind knapp. Also habe ich eine Bedarfsliste mit Dingen zusammengestellt, die unseren Leuten helfen könnten. Hier, seht sie euch an. Falls ihr Eisen und einen guten Platz zum Holzfällen findet, könnte Harrod unsere Truppen mit besseren Waffen versorgen. Na gut. Falls ich Material für einen Spezialauftrag habe, bringe ich das zu euch. Legt das einfach da drüben ab. Einer meiner Jungs holt das Material dann ab oder notiert, was ihr gefunden habt. So, auf Wiedersehen. Lebt. Okay.
Der Erbauer sei mit euch. Alles klar. Man hört es vielleicht doch im Hintergrund ganz leicht. Ich werde es diesmal wahrscheinlich im Gespräch herausschneiden, aber man hört es eben doch ganz leicht, dass die da oben bauen. Naja, okay. Kann man ja auch nicht verbieten. Bohren tun sie nicht, wie versprochen. Aber manchmal knappert und krabbert es doch ein bisschen. Hämmern tun sie auch nicht. Das ist nur, ja, sagen wir mal so, das ist eigentlich direkt über mir ist der Dachboden. Und entsprechend ist die Decke etwas dünn. Naja, okay. Tür öffnen. Leilana müsste doch irgendwo. Das ist Flissa. Hallo Flissa. Mit Flissa hatten wir aber, glaube ich, schon. Ich suche Leilana, die hier irgendwo rumstehen muss. Hala, hier lang. Hier rüber. Wo wird's denn da? Irgendwo muss. Doch. Ach, hier. Requisitionswaffen. Ja, da brauche ich einen Holzschlag und 5 Eisen, um die Waffen zu verstärken. Okay. Ist kein richtiges. Mach ich. Ist kein richtiges Crafting, Leute, aber naja. Man muss ja auch nicht immer richtig craften können. So, Varric ist hier. Und Leilana muss trotzdem hier oben rumstehen. Hallo? Na, nicht blöd. Nicht Leilana, Liliana. Denkst du, die so. Magier können die Bresche schließen? Vermute ich hier. Da siehst du, hier hinten versteckst du dich. Hallo? Gesegnet seien die Hüter des Friedens. Die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Gesegnet seien die Rechtschaffenen. Die Lichter im Schatten. In ihrem Blut ist der Wille des Erbauers niedergeschrieben. Ist es das, was ihr von uns wollt? Blut? Dass wir sterben, um eurem Willen zu genügen? Ist der Tod euer einziger Segen? Ihr sprecht für Andraste, nicht wahr? Was hat die Prophetin des Erbauers zu all dem zu sagen? Was treibt er für ein Spiel? Ja. Ein bisschen durcheinander scheint sie immer noch zu sein. Sie war ja leicht durchgeknallt in Dragon Age Origins. Scheinbar hat sie das nicht abgelegt. Wieso sollte das ein Spiel sein? Seht ihr den Himmel? Was ist mit den Tempelruinen? Den Knochen, die im Staub liegen? Selbst wenn ihr den Frieden der Göttlichen nicht unterstützt hättet, fändet ihr das hier nicht richtig. Wer könnte das schon? So viele unschuldige Leben. Die Gläubigen ermordet, wo einst die Heiligste aller Heiligen stand. Wenn der Erbauer das wollte, was ist es dann, wenn es kein Spiel oder grausamer Scherz ist? Naja, ich spreche nicht für Andraste. Ich spreche nur für mich und habe keine Antworten für euch. Dann können wir nur raten, was er will. Die Kirche predigt, dass der Erbauer uns verlassen hat, dass er Buße für unsere Sünden verlangt. Er fordert alles. Unser Leben, unseren Tod. Justinia gab ihm alles, was sie hatte, doch er ließ sie sterben. Ja, mein Beileid. Oder, naja, Leute sterben beim Bein. Ja, gut, na so, ja. Tut mir leid. Ihr Tod hat euch offenbar schwer getroffen. Nicht nur mich. Uns alle. Sie war die Göttliche. Sie führte die Gläubigen an. Sie war ihr Herz. Wenn der Erbauer nichts unternimmt, um seine besten Diener zu retten, wozu ist er dann gut? Ich dachte immer, ich wäre auserwählt, so wie viele es von euch sagen. Ich dachte, ich würde meiner Bestimmung folgen, indem ich der Göttlichen diente. Um den Leuten zu helfen. Aber jetzt ist sie tot. Es war alles umsonst. Dem Erbauer zu dienen, hat nichts bedeutet. Vielleicht habt ihr eine andere Bestimmung. Ich könnte euch helfen, sie zu finden. Nein, das ist meine Bürde. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass ihr mich so seht. Ein kurzer Moment der Schwäche. Das wird nicht wieder vorkommen. Kommt. Gehen wir an die Arbeit. Wir reden später weiter. Okay. Tja, naja, leicht verrückt ist sie immer noch, aber eine leichte Süße ist sie trotzdem. Immer noch. So, gucken wir mal. Ja, man sieht ja schon, meinen Weg kann man hier auch schön zurückverfolgen. Solche Schlängellinien wird es bei mir öfters geben. Es tut mir leid, ich bin halt wirklich einer mit einer Orientierung wie nichts Gutes. Händler, Schmied und hier unten hätten wir noch Glücksten von Heyman, Händler. Da gucken wir noch hin. Und dann könnten wir dort auf die Weltkarte switchen. Was haben wir hier? Kallen haben wir noch und Cassandra. Na, mit den zweien müssen wir auch noch reden. Die stehen aber recht weit weg. Naja. Na gut. Müssen wir halt uns mal beeilen. In diesem schönen Spiel gibt es ja auch Reittiere. Das heißt, irgendwann werden wir halt etwas schneller vorankommen als jetzt. Jetzt eben noch nicht. Wie gesagt, wir sind ja ganz am Anfang. Ist so ziemlich das erste Mal, dass wir als Mini-Inquisitor unterwegs sind. Zagrid. Hallo Zagrid.
Bist du nicht mit Hagrid verwandt? Ah, ihr seid wach und Lady Cassandras Fängen entkommen. Und ich, Idiot, hab diesem Klingenohr Geld gegeben, damit er mich informiert, sobald ihr frei seid. Egal, egal. Sagrid, sehr erfreut, euch kennenzulernen. Danke für alles, was ihr getan habt und hoffentlich noch tun werdet. Zum Beispiel? Was genau erwartet ihr von mir? Ich habe gehört, wenn jemand dieses verfluchte Ding am Himmel schließen kann, dann seid ihr das. Ihr könnt alles haben, was ihr braucht. Zu einem angemessenen Preis, versteht sich. Angesichts der Umstände sind unsere Vorräte begrenzt. Hey, ich bin der Auserwählte. Eigentlich sollte ich ein bisschen mehr bekommen. Wer bleibt in Zeiten wie diesen in der Stadt, um einen Laden zu betreiben? Jemand, der sonst nirgends hin kann. Diese verfluchten Dämonen haben den Großteil meiner Waren zerstört. Wenn ich bleibe und ein paar Kontakte knüpfe, kann ich von vorne anfangen und vielleicht mit viel Glück euren Leuten helfen. Ja, okay. Ihr kennt vermutlich die meisten Leute hier. Wie geht es ihnen? Sie hoffen und bangen. Niemand weiß wirklich, was es heißt, wenn eine Inquisition aufmarschiert. Bis jetzt. Ich könnte mir vorstellen, euch geht es ähnlich. Jedenfalls möchte ich nicht in eurer Haut stecken. Naja, guck mal, was er zu verkaufen hat. Sehen, was ihr im Angebot habt? Natürlich. Meine Waren liegen auf dem Tisch. Ah, okay. Mal rüberbegeben und hopp. Ein barbaren Streithammer, Akolytenstab des Blitzes. Gibt's auch einen schönen Vergleich, jawohl. Ich habe gerade den Akolytenstab des Eises an. 32 SPS. Schaden, Elektrizität, 6 Magie, 11 Bonus auf Barriere-Schaden. Eine Rune könnte ich auch reinhauen. 66 habe ich die? Ja, die habe ich. Ich nehme das Ding mal mit. Kaufen. Weil der scheint mir doch ein bisschen besser schon da zu sein als das Teil, was wir haben. So, Kampfmagier-Rüstung der Inquisition. Wir haben an einen Schülerharnisch immer noch. Plus 6 Willenskraft. Leichter Armschutz, die sind beide nicht drin. Naja, okay. Nichts zu verkaufen. Teammodul, haltbarer Griff. Hehe, Wertgegenstände. Bianca, Zielvorrichtung. Aha. Da kann ich wohl die Waffe von Varric aufrüsten. Warum auch immer. Aber wird schon seine Gründe haben. Helm der freien Marschen. Oh, hier haben wir noch ein paar Kapuzen. Verteidigung im Fernkampf. Nur 11 Zwerg oder Mensch. Rüstungshaube. Nur 11 Zwerg oder Mensch. Plus 18 maximale Gesundheit. Gegenstandsstufe 5. Gewöhnlicher Helm. Helm der freien Marsch. Naja. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut aussieht für einen Magier, aber na gut, das Ding können wir auf jeden Fall kaufen erstmal. Und den anderen Helm lassen wir erstmal auf. No, so machen wir das. Das heißt, Inventar öffnen. Rüstung. Da hätten wir, wir hätten hier noch so eine leichte Rüstung. Warte mal, ist die besser? 21 Resistenz gegen Feuer. Nur Black. Magier, ne, hätte mir auch jemand sagen können, dass ich was Neues habe. So was. Hätte ich ja gar nicht gekauft. Na, die sieht auch gar nicht schlecht aus. Muss man ja zugeben. Andererseits, die Kampfmagier-Rüstung ist vielleicht besser. 6 Willenskraft. Resistenz gegen Feuer. Ich lass mal die Kampfmagier-Rüstung an. Was haben wir hier? Einen Templer-Helm. Naja. Und eine Schreiberkapuze der Templer. Die haben wir die ganze Zeit auf. Und eine Kapuze der Feuerresistenz kann ich aber erst aufsetzen, wenn ich Stufe 6 bin. Naja. So, leichte Rüstung. Achso, hatten wir ja schon. Das ist nur die Unterteilung. Alles klar. Leichte Rüstung des Drachen. Wo habe ich? Seltenharnisch. Auf jeden Fall kann ich ein bisschen was verkaufen. Das fällt mir jetzt gerade auf. So, Rüstung des Drachen. Resistenz gegen Feuer. Kampfmagier-Rüstung der Inquisition. Ich lasse mal die Kampfmagier-Rüstung an. Ausrüsten. So. Und zu den Wertgegenständen verschieben. Damit kann ich das Ding direkt rüberschieben. Habe ich jetzt auch die richtige verschoben? Ja, okay. Das Teil. Schülerrüstung. Rüstungs... Warum? Voraussetzung Stufe 4. Aber die ist fast besser als das Teil, was wir da haben.
Na gut, lassen wir die auch noch da. Hier haben wir nix. Helme. Kapuze der Feuerresistenz. Kann ich auch noch nicht aufziehen. 7, 8. Ich lasse mal diese Kapuze auf und den Rest lasse ich mal im Inventar. Eventuell blende ich mal bei Gelegenheit dann auch den Spot aus sozusagen. So, was haben wir hier? Kaufen, nichts zu verkaufen. Das ist Rückkauf. Wertgegenstände hätten wir hier, ne? Solltest du da eigentlich was verkaufen, genau. Topaz, ja. Verkaufen, Silberarmband verkaufen, Porzellangamme verkaufen, Glasfuchs. Das ist der Schülerharnisch und der Söldnerharnisch. Alles verkaufen, so, okay. Damit haben wir unser erstes Geld ausgegeben und unser erstes Geld verdient. Und ich würde jetzt erstmal sagen, machen wir eine kurze Pause. Erkunden in der nächsten Folge, den Rest dieser schönen Stadt hier. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.